Franz, das war heute, glaube ich, ein willkommener Gegner zu dem Zeitpunkt der Saison. Lief am Ende schon nach dem ersten Quarter so gut, dass es eigentlich durch war, oder? Ja, ich meine, wir gegen ein ähnliches Memphis-Team haben wir dieses Jahr schon verloren. Von daher, gerade im Back-to-Back, sie sind nie einfach. War es, glaube ich, sehr gut, wie wir rausgekommen sind, sehr fokussiert. Und ja, wie du schon gesagt hast, jeder Sieg ist sehr, sehr wichtig gerade. Deswegen tut es auf jeden Fall gut. Ihr spielt so eine geile Saison. Jetzt kämpft er gerade um den vierten oder fünften Heimrecht oder nicht. Kann man es nicht trotzdem einfach auch genießen oder ist man verärgert, wenn man so ein Spiel wie gestern hat, wo es so knapp die Niederlage gibt? Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ärgerlich. Ich glaube aber ganz generell macht uns das als Team aus, dass wir eigentlich viel Spaß haben und auch gerne in die Facility kommen und gerne zusammenspielen. Und ich glaube, nicht jedes Team hat das so wie so den Vibe, den wir hier haben. Von daher ist uns das, glaube ich, auch bewusst. Aber klar, wir wollen jedes Spiel gewinnen und gerade in so einer wichtigen Phase der Saison tun diese Siege natürlich oder diese Niederlagen extra ein bisschen weh. Aber wichtig ist einfach daraus zu lernen, glaube ich, und ja, einfach weiterzumachen. Ja. Wie wichtig ist für dich Vibe, so für deine Leistung? Bist du jemand, der das auch braucht, oder kannst du da viel ausschalten und dich auf dich selber konzentrieren? Ich glaube, ich kann mich immer relativ gut auf mich selber konzentrieren, aber ich bin auch ein ganz normaler Mensch. Ich glaube, jedem geht es besser, wenn man einfach gerne um die Leute ist, mit denen man arbeitet. Und so ist es auch bei NBA-Spielern, glaube ich, nicht groß anders. Ja. Wie wichtig ist das gerade so im März, wenn die Beine wehtun, wenn die Wehwehchen nicht weniger wären, sondern eher mehr, dass man seinen Bruder im Team hat? Weil, also, man kann das immer beobachten. Ihr seid beim Aufwärmen, steht ihr zusammen. Ihr seid halt immer zusammen. Ja. Ja, es passiert auch ganz unbewusst, sage ich, ne? Es passiert einfach irgendwie, aber ja, es ist die ganze Saison. Also, wir sagen immer, es ist ein Cheatcode für uns, weil eigentlich so in der NBA-Saison, es gibt echt viel Zeit, wo man auch alleine ist und man auch schnell in seinen eigenen Gedanken sich verlieren kann, so ein bisschen. Und ja, da haben wir natürlich eine tolle Situation, dass wir uns miteinander austauschen können, auch mal über komplett andere Sachen und so ein bisschen Ablenkung auch finden können. Und ich glaube, da sind wir uns auch sehr bewusst, dass wir ja, das so lange genießen wollen, wie es halt ist, wie es diese Situation gibt. Und das machen wir, glaube ich, auch. Ja. Für dich persönlich, die Saison bisher, du hattest Monate, wo du 22,5 aufgelegt hast, jetzt ist es gerade deutlich weniger. Der Wurf fällt nicht, vor allen Dingen der Dreier. Hast du eine Ahnung, warum? Ja, manchmal fällt es nicht. Ich bin aber ehrlich gesagt relativ zufrieden, trotzdem wie ich spiele. Also ich glaube, ich bin weiter aggressiv und mache die richtigen Plays. Und klar, ich bin aber auch ein Mensch, der ne, ich will immer gut spielen und das Beste aus mir rausholen. Und klar, es ist auch ein bisschen Frustration immer ein bisschen dabei, aber es ist eine lange Saison und hoffentlich fallen sie, wenn es dann drauf ankommt. Voll. Eine Frage noch in Richtung Playoffs. Jetzt hat Paolo sau viel den Ball in der Hand. Wird das in den Playoffs weiterhin so sein? Oder, also der Druck wird natürlich höher, gerade so, was die Verteidigung angeht. Ja, ich glaube, wir wollen, dass er viel den Ball in der Hand hat. Und sonst, glaube ich, haben wir aber auch ein paar Strategien, wie wir ihn ein bisschen anders auch einsetzen können. Und klar, wir sind ein gutes Team. Ich glaube, gerade in den Playoffs werden sich die Teams vor allem auch auf ihn einstellen. Und ja, weil er eben so oft den Ball in der Hand hat. Und ich glaube, da müssen wir als Team andere Sachen auch finden. Und ich glaube, wir haben aber auch schon viel in der Saison gezeigt in die Richtung. Von daher, ja.